Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns eine, ich würde sagen, eher seltsame Mod an, also es ist wirklich ein bisschen weird. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben jetzt in Jurassic World Evolution das hier. Ja. Es ist Super Mario. Nach der Garfield-Mod kriegen wir jetzt auch Super Mario. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich frag mich immer, wer so viel Langeweile hat. Ihr habt es vielleicht am Schrei erkannt, der kommt für den Brachiosaurus ins Spiel. Die Bewegungen und so sehen ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh Gott, ist das bescheuert. Oh, immer dieses verschwendete Potenzial. Mit dem Wissen, wenn man so eine Mod erstellen kann, hätte man auch was richtig Cooles erstellen können. Das ist halt eher nutzlos, muss man einfach sagen. Es sieht witzig aus, es ist ein ganz lustiger Gag. Aber es ist halt auch nutzlos. Oh, wie das aussieht. Die Bewegungen sehen aber wirklich gar nicht schlecht aus und auch das Model nicht. Nur hier hinten sieht es ein bisschen weird aus. Was das ist. Da oben. Aber ansonsten kann man sich das schon geben. Bin jetzt gleich mal gespannt, wie der frisst. Ich komme auf solche Mods immer nicht klar. Ich frage mich echt, also wenn ich mich zum Beispiel hinsetzen würde und sagen würde, ich will jetzt eine Mod für Jurassic World Evolution erstellen, dann würde ich niemals auf so eine Mod kommen. Dann würde ich halt irgendwas machen, was das Spiel voranbringt und was auch Sinn macht. Ich meine, lustig ist es trotzdem, ne? Es hat mir auf jeden Fall jetzt ein Schmunzeln beschert. Aber die werde ich halt wahrscheinlich danach nie wieder anfassen, diese Mod. Okay, er scheint durch Telepathie zu essen. Er starrt einfach nur mit seinem... Alter, wie der guckt. Mit seinem wirren Blick den Busch an und der Busch frisst sich von selber. Und der hier darf natürlich auch nicht fehlen. Der Bruder ist natürlich auch ins Spiel gekommen. Luigi. Jetzt haben wir sie endlich, die beiden Klempner. Ich habe sie mir immer gewünscht. Das Spiel ist jetzt das, was es immer sein sollte. Auch einen tollen Schrei, den er hat. Wäre noch cool, wenn man dann die Sounds ändern würde zu so Mario und Luigi Sounds. Ja, das ist Luigi. Kommt für den Camarasaurus ins Spiel. Es ist halt wirklich weird, sich das anzugucken. Dass da hinten einfach Mario steht und hier läuft Luigi. Das sieht halt echt gar nicht so schlecht aus. Oh Gott, das ist so bescheuert. Stellt euch mal vor, ihr steht hier in so einem Park, erwartet Dinosaurier und dann sind daheim hinten einfach Mario und Luigi. Will gleich mal sehen, wie die trinken. Ich hoffe, die gehen da gleich noch hin. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie sich Luigi hier wahrscheinlich auch durch Telepathie und einen verrückten Blick diesen Busch einverleibt. Diese Nase. Ach, herrlich. Aber die Super Mario-Spiele sind ja alle richtig, richtig gut. Ich liebe sie zumindest. Ich bin ja auch damit aufgewachsen. Ach, sieht so bescheuert aus. Ja, ich zeige euch gleich noch die Trinken-Animation. Und dann werden wir mal wieder hier für Ordnung sorgen, würde ich sagen. Mario kommt angelaufen. Und auch Luigi. Wir werden gleich beide trinken. Dieser Blick auch dabei. Die sind so richtig am Starren. Und diese beiden Knollennasen. Und jetzt gönnen sie sich gleich. Oh, sie gehen jetzt runter in die Knie. Können die alten Männer das schaffen? Sind sie noch fit genug? Oh, schade, die gehen gar nicht weiter runter. Ich glaube, sie trinken schon. Die starren auch einfach nur das Wasser an. Das war's dann.
Was für eine bescheuerte Mod, Leute. Mich würde mal interessieren, was ihr von solchen Mods haltet. Und wie ihr die findet. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. So, Leute, jetzt reicht's mir aber mit euch. Ihr gehört hier einfach nicht her, Luigi und Mario. Da geht er down. Geht wieder zu euch zurück in eure Spielwelt. Und auch du. Ja, das passiert mit euch. Ich fand das übrigens sehr cool, wie der Indominus Rex den Bauch aufgeschlitzt hat von Luigi. Und da liegt er jetzt. Ja, Mario, da guckst du blöd, ne? Dein Bruder wird hier wie eine Marionette aus dem Gehege geführt. Wie das aussieht. Tschüss, Luigi. Wir sehen uns. Mach's gut. Grüß Peach von mir. Keine Sorge, Mario. Für dich ist es auch gleich soweit. Wie traurig er da hinterher guckt in den Himmel. Obwohl, er guckt in die falsche Richtung. Da geht Mario down. Da liegt er. Oh. Hast du kein Leben mehr übrig? So, Mario. Auch geht für dich geht's zurück zu Toad und Peach. Grüß schön. Du hast hier nichts zu suchen. Und ja, Leute, das war die Super Mario Bros. Mod. Ich finde eine sehr bescheuerte Mod. Aber für ein Video war es eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Die Mod ist, falls ihr die selber mal ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von solchen Mods haltet und wie ihr die fandet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.